Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer vierten Folge HTV Home Training. Und heute geht es endlich ums Baggern. Und wir wollen uns erstmal die beiden wichtigsten Punkte anschauen, nämlich wie das Spielbrett gebildet wird und wie wir beim Baggern sozusagen im Idealfall dastehen. Also eure Grundposition beim Baggern findet ihr am leichtesten, wenn ihr euch so, wie ich jetzt, auf den Knien aufstützt und dann ein bisschen die Knie nach vorn schiebt, dass ihr gerade über den Fußspitzen sind und darauf achten, dass auch eure Schultern ein bisschen vor den Knien sind. Und dann wird das Spielbrett hier vorne gebildet. Also dann will ich euch noch zeigen, wie ihr die Hände perfekt verschließt. Und zwar macht es am besten so, dass ihr die Fingerspitzen so überkreuzt und dann müssen die Daumen parallel zueinander liegen und die Arme ganz gestreckt sein. Also unsere erste Übung ist einfach nur das Bilden des Spielbretts aus der Grundposition heraus. Am besten stellt ihr euch dazu vor einen Spiegel, dass ihr erstmal kontrollieren könnt, ob die Schultern, Kniewinkel stimmen. Und dann bildet ihr das Spielbrett. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr dann nochmal kontrolliert, dass eure Hände gut geschlossen sind. Und wenn das gut klappt, dann macht ihr es schneller, 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 bis ihr irgendwann merkt, die Hände werden unsauber. Und da, bei dem Tempo übt ihr dann. Und die Steigerung davon ist jetzt, dass wir das Spielbrett nicht immer direkt vor dem Körper bilden, sondern mal ein bisschen links, mal ein bisschen rechts. Und da eben versuchen, schon mit den Schultern schön das Spielbrett auszurichten. Und auch das natürlich so schnell, wie wir es können. Und unsere zweite Übung, weil es natürlich langweilig ist, ohne Ball zu trainieren, suchen wir uns wieder eine Wand, wo wir das Ganze mit Ball trainieren können. Wichtig ist auch hier, sucht euch einen Zielpunkt. Ich habe hier dieses Original Coronavirus als Zielpunkt gefangen und an die Wand geklatscht. Und da versuchen wir jetzt den Ball gegen zu baggern. Und ihr achtet eben beim Baggern darauf, dass die Arme immer gestreckt sind, dass ihr ganz schnell bei jedem Ballkontakt die Beine setzt und jedes Mal einen kleinen Schub in Richtung von dem Zielpunkt habt. Also, meine Challenge für euch heute ist die, wir nehmen wieder den Zielpunkt, den wir beim Baggern auch verwendet haben, stellen uns höchstens 1,5 Meter weg davon und dann geht es darum, dass wir den Ball einmal gegen die Wand werfen, uns einmal um die eigene Achse drehen und den Ball wieder fangen. Einmal links rum, einmal rechts rum. Wenn ihr das schafft, schickt mir eure Videos, schickt mir, wie oft ihr es schafft, ohne dass euch der Ball runterfällt. Und viel Spaß. Ja, und das war's für heute. Wenn euch das Teilen gefallen hat, drückt auf den Kanal, abonniert das Video und bis zum nächsten Mal. Jo, klappt viel besser mit Karteikarte.